Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX startet Starlink V2 Mini und Crew 6 für die NASA. Die japanische JAXA wählt neue Astronauten aus. Rocket Lab möchte Wiederverwendung der Elektron auch ohne Helikopter. Der amerikanische Startanbieter ULA soll zum Verkauf stehen. Und China eröffnet das neue Space Race zum Mond und will noch dieses Jahrzehnt auf dem Mond landen. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstagmorgen, ganz früh um kurz nach Mitternacht, hat SpaceX seine Falcon 9 zum 206. Mal gestartet. An Bord waren Starlink-Internetsatelliten. Das allein wäre bei all den Starlink-Starts nicht so spektakulär, aber es handelt sich um eine brandneue Generation 2. Genauer um V2 Minis. Mini ist irreführend, denn sie sind doppelt so groß wie die erste Generation. Zu den Satelliten und ihrer neuen Technik kommen wir gleich. Beeindruckend weiter, es war die 100. Falcon 9 Booster-Landung am Stück. Gestartet wurde von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Am Montagmorgen wegen eines verstopften Filters im Zündsystem nur 2,5 Minuten vor dem Start abgebrochen, war es am Donnerstagmorgen um 6.34 Uhr MEZ soweit. Der Crew 6 Flug der NASA ist mit einer Falcon 9 vom Pad 39A in Florida abgehoben. Ich war live und hatte mit Ihnen einen tollen Co-Moderator zu Gast. Der Flug verlief eigentlich bis zum Öffnen der Nosecone wie geplant, dann aber musste auf ein Backup-System gewechselt werden, weil ein Mikroschalter nicht funktionierte und so eine der Verriegelungen der Nosecone nicht öffnete. Brisant, die gleichen Haken, die die Nosecone halten, werden auch verwendet, um den Dragon am internationalen Docking-Adapter der ISS zu halten. Von diesen Haken gibt es auf dem Umfang des Adapters mehrere und der Haken mit der Nummer 5, der hatte jetzt einen Redundanzverlust. In Anführungszeichen nur ein Redundanzverlust, das heißt, mit dem Backup-System kann gearbeitet werden. Wenn dieses System aber ausfällt, könnte man eventuell den Dragon nicht mehr von der ISS abdocken, was natürlich fatal wäre. Durch ein Software-Update konnte das Problem noch im Flug gelöst werden und beim Docking an der ISS sind alle Haken einschließlich Nummer 4 dann eingerastet. An der ISS aktuell auch zwei Soyuz-Raumschiffe, aber nur die Hälfte an Sitzen. Ja, Soyuz-Sitze, ein extrem spannendes Thema. Dazu gab es die Woche Videos von mir, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich verlinke es dir unter dem Video. Sehr spannend. Am Freitagabend konnte ich es nicht lassen und war schon wieder live, denn die Zeit war viel zu gut. Um 19.44 Uhr MEZ ist von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine Falcon 9 von SpaceX mit Starlink-Internetsatelliten erfolgreich gestartet. Wenn diesmal auch noch mit der ersten Generation von Starlink-Satelliten. Wir konnten auch live verfolgen, wie der Booster B1061 seinen 12. Start und seine 12. Landung hinlegte. Wie anfangs in den Starts der vergangenen Woche schon erwähnt, hat SpaceX plötzlich seine Starlink V2 Internetsatelliten gestartet. Die Rede ist jetzt nicht von den 1,5 Tonnen schweren und 7 Meter langen Satelliten, von denen es bereits mehrere Aufnahmen aus Boca Chica und auf SpaceX-Präsentationen gab, sondern einer von SpaceX als V2 Mini bezeichneten Version. Mit etwa 800 Kilogramm sind sie mehr als doppelt so schwer wie die erste Generation von Starlink-Satelliten und auch deutlich größer. Von dieser Interimslösung sprach Elon Musk auch bei seiner Vorstellung der Kooperation mit T-Mobile im letzten Jahr. Die Rede war hier von Starlink in der zweiten Generation, die für Mobilfunk-Services notwendig seien und dass diese nur mit dem Starship gestartet werden könnten. Ja, und man sei zuversichtlich, sie bald zu starten, also das hat man letztes Jahr gesagt, aber man wäre bereits für den Notfall schon an einer Zwischenlösung. Das, was jetzt natürlich dann gebraucht wird. Dass diese Zwischenlösung jetzt schon fliegt, zeigt ganz gut, wo man intern beim Starship gerade steht und dass man dem Start von Satelliten der zweiten Generation jetzt hohe Priorität einräumt. Und seien es nur die abgespeckten V2 Minis. Ja, das stimmt mit Berichten überein, dass Starlink komme an seine Kapazitätsgrenzen mit seinen über 1 Million Kunden weltweit gerade. Die neuen V2 Minis enthalten laut SpaceX Schlüsseltechnologien wie leistungsfähigere Phased Array Antennen und die Nutzung eines anderen Frequenzbandes. Dies zusammen ermöglichen mit Starlink eine etwa vierfach höhere Kapazität pro Satellit bereitzustellen als die vorherige Version. Neben neuen leistungsfähigeren Antennen verfügen die neuen Satelliten auch über einen neuen Antrieb. Die neuen Hall-Effekt-Ionentriebwerke nutzen nun Argon statt Krypton als Treibstoff und erzeugen aus 4,2 Kilowatt eine Schubkraft von 170 Millinewton. Das klingt nach wenig, ist für elektrische Antriebe aber nicht von schlechten Eltern und ist doppelt so hoch wie die vorher verwendeten Ionenantriebe der Starlink-Satelliten. Bei diesen hatte man auf das deutlich günstigere Krypton gesetzt.
statt dem sogar noch besser geeigneten Xeon, was auch schon eine Revolution war. Aber auch das war SpaceX offensichtlich zu teuer, weswegen nun auf das gut verfügbare Argon gewechselt wird. Paradigmenwechsel. Nun, wo die Startkosten rapide sinken, spielen die einzelnen Kostenpunkte von Satellitenkomponenten eine wichtigere Rolle als vorher. Trotz des eigentlich weniger geeigneten Argons soll laut SpaceX der Schub um das 2,4-fache gesteigert worden sein und der spezifische Impuls um das 1,5-fache. Ionenantriebe, super spannendes Thema. Unter anderem die chinesische Raumstation und auch das Gateway um den Mond sollen so einen eigenen Antrieb für die Orbithygiene erhalten. Und auch Deep Space Sonden wie DART und Hayabusa 2 und Dawn werden von ihnen angetrieben. Wie sie funktionieren, erkläre ich in einem meiner meistgeschauten Technik-Episoden. Die verlinke ich dir unter dem Video. Während die Falcon 9 in letzter Zeit etwa 50 Starlink-Satelliten der ersten Generation pro Start in den Orbit bringen konnte, sind es aktuell nur 21, jetzt also mit den V2 Minis. Auf einem Video, das von Elon Musk auf Twitter geteilt wurde, kann man erkennen, wie die neuen V2 Minis die doppelte Grundfläche der vorherigen Starlink-Satelliten nutzen. Die Kamera befindet sich an einem der beiden Halteklammern und schwingt spektakulär von den Satelliten weg und bringt so eine ganz neue Perspektive und Dynamik in die Aufnahme. Elon Musk, großer Japan-Fan, vermutlich ebenso Fan der Filme von Kurosawa, der gilt als Großmeister des bewegten Spielfilms. Aber ich schweife schon wieder ab. Ein weiteres schönes Detail, die beiden zur Fixierung der Satelliten genutzten Halteklammern sind nun wohl über ein Gelenk fest mit der Falcon 9 Oberstufe verbunden. Dementsprechend werden sie vermutlich nach einem De-Orbit-Burn der Oberstufe mit diesen den Feuerritt in die Atmosphäre antreten und verglühen und beziehungsweise so hoffentlich kontrolliert in den Südpazifik stürzen und so das Problem Weltraumschrott zumindest etwas besser machen. Weltraumschrott, das ist das richtige Stichwort. Astronomen weisen schon lange auf die störende Auswirkung der Starlink-Satelliten bei erdgestützter Beobachtung hin. Das wird jetzt eine neue Dimension bekommen, da immer mehr Aufnahmen des extrem populären Hubbles von Lichtstreifen gestört werden. Ursprünglich hatte man Hubble in über 600 Kilometern Höhe ausgesetzt und durch Shuttle-Reboost-Missionen auch regelmäßig in eine ähnliche Höhe zurückgebracht. Mittlerweile ist Hubble wegen der Restatmosphäre und ohne die Fähigkeiten der Shuttle Service Mission auf deutlich unter 550 Kilometer Höhe abgesunken und hat damit potenziell auch Starlink-Satelliten vor der Linse. Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hat zwei neue Astronauten ausgewählt. Ayu Yoneda, 28, ist Chirurgin des japanischen Roten Kreuzes und der mit ihr ausgewählte Makoto Suwa, 46, ist ein leitender Spezialist für Katastrophenrisikomanagement bei der Weltbank. Sollte Yoneda ins All fliegen, wäre sie übrigens die dritte japanische Frau und der jüngste Mensch, der von der JAXA je ausgewählt wurde. Meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung. Ich mit meinen 35 fühle mich hier auf Social Media schon richtig alt. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja sogar auf dem Mond. Japan ist stark bestrebt, Ende des Jahrzehnts im Artemis-Programm der NASA einen japanischen Astronauten auf den Mond zu landen. Und Washington ist wohl auch nicht ganz abgeneigt. Ich hatte ja schon bereits darüber berichtet, die NASA und die japanische Regierung haben im November ein Abkommen unterzeichnet, das Japans Beitrag zum Lunar Gateway abschließend regelt und auch Japans Beteiligung an der internationalen Raumstation bis 2030 bestätigt. Vielleicht noch wichtiger, der US-Außenminister Antony Blinken spricht von dem gemeinsamen Ziel, einen japanischen Astronauten auf die Mondoberfläche zu bringen. Apropos Artemis-Programm, hier noch eine Korrektur zur letzten Woche, da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Ich habe gesagt, dass Collins die Anzüge für die Mondlandung baut und Axiom für die Raumstation. Die NASA-Verträge sind aber an beide Firmen gegangen, wobei Axiom für die erste Artemis-EVA ausgewählt wurde. Eine andere Firma, die kommerziell zum Mond geflogen ist, beziehungsweise für die NASA im Artemis-Programm die Capstone-Mission gestartet hat, Rocket Lab. Auf einer Investorentelefonkonferenz am 28. Februar teilte Rocket Lab Geschäftsführer Peter Beck mit, das Unternehmen denke darüber nach, anstatt die Erststufenbooster mit einem Hubschrauber in der Luft einzufangen, ja weiter nur aus dem Meer zu bergen. Beim zweiten Fangversuch im November letzten Jahres brach ja Rocket Lab die Hubschrauberbergung ab, weil die Telemetrie des Boosters kurzzeitig ausfiel. Stattdessen fiel die Erststufe an ihrem Fallschirm ins Meer, wo sie von einem Boot geborgen wurde. Laut Peter Beck hat die Electron-Erststufe die Bergung aus dem Meer im bemerkenswert guten Zustand überstanden. Ja, und die meisten Komponenten hätten die Requalifizierung für einen weiteren Flug bestanden. Das könnte die Kosten für die Wiederverwendung reduzieren, aber auch mehr Bergungen erlauben, da ja der Faktor Hubschrauber rausfällt. Letzte Woche habe ich ja über die Vulcan, die nächste Rakete von ULA, berichtet, die ja vor ihrem Erstflug jetzt steht. Eric Berger von Ars Technica hat die Woche dann berichtet, dass ihm Bronson Insider
zugetragen haben. ULA stehe zum Verkauf und potenzielle Bieter seien schon kontaktiert worden. Wenn du regelmäßig Senkrechtstarter schaust, weißt du, dass Eric Berger extrem gut in der US-Raumfahrt vernetzt ist. Dementsprechend würde ich das Ganze als eine ziemlich große Sache bewerten, auch wenn es noch nicht offiziell ist. ULA ist als Zwangsehe aus den Raketenstart-Sparten von Boeing und Lockheed entstanden, die jeweils 50% an ULA halten. Beide Firmen könnten also auch potenzielle Käufer sein. Eric Berger setzt auf die Liste noch Amazon, ja, das an ULA ja den größten kommerziellen Startauftrag der Geschichte vergeben hat. Bei Amazons Projekt Kuiper, da wird ja die Luft langsam etwas dünn, weil man seine beantragten Kuiper-Internetsatelliten starten muss, sonst verliert Amazon seine Lizenzen. Blue Origin, die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, scheint auch nicht ganz abwegig. Blue Origin liefert ja die Erststufentriebwerke der Vulcan-Rakete und könnte von einer bisher nur auf dem Papier existierenden Raumfahrtfirma zu einem echten Startanbieter werden, also wenn die ULA kaufen würden. Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich auch mal auf das Preisschild schauen. Wäre natürlich der Treppenwitz der Raumfahrtgeschichte, wenn SpaceX ULA kauft und auf einen Schlag alle hochpreisigen Regierungsaufträge in der Tasche hätte, die aber dann mit einer deutlich günstigeren Rakete startet, als von ULA ursprünglich kalkuliert. Dass dann sehr viele Menschen bei ULA ihren Job verlieren würden, ist, glaube ich, klar. Außerdem, auch wenn man das nicht glauben mag, die USA haben deutlich schärfere Wettbewerbshüter als Deutschland und gerade beim Thema nationale Sicherheit verstehen die US-Institutionen überhaupt keinen Spaß. Also wohl doch eher ein Hirngespinst von mir. Kein Hirngespinst, aber wie ULA auch zum Verkauf, stehen ganz besondere Tickets. Da hier unbezahlte Werbung zu einem Geheimtipp. Der Vorverkauf für den zweiten Space Creator Day hat begonnen. Am Samstag, den 21. Oktober, trifft sich die Hashtag Team Space Community wieder im Technikmuseum in Speyer. Wobei wir diesmal sogar eine ganze Halle für uns haben. Die Early Bird Tickets waren nach Stunden restlos ausverkauft und auch der reguläre Verkauf ist grandios gestartet. Das grandiose Line-Up steht auch schon fest, ist aber bis auf die bisher veröffentlichten Namen noch streng geheim. Vertraut mir aber, es wird grandios. Das Orga-Team geht bei den aktuellen Verkaufszahlen davon aus, dass auch dieses Jahr die Tickets ausgehen werden. Bevor wir zu den Hauptnews kommen, noch was in eigener Sache. Mit Senkrechtstarter versuche ich ja seit 3 Jahren jede Woche aufs Neue den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du mich dabei unterstützen magst, kannst du Folgendes tun. Like da lassen, abonnieren, mit anderen unter dem Video in den Kommentaren interagieren, Senkrechtstarter weiterempfehlen und meine Videos teilen und natürlich der direkteste Weg Schutzengel werden. Ja, hier wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter schon durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei helfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft und zum Senkrechtstarter Patreon. Fun Fact, bei Patreon kommt ein bisschen mehr bei mir an als bei YouTube. Wer regelmäßig Senkrechtstarter schaut, den wird die Planung der chinesischen Mondlandung nicht überraschen. Was dann doch sehr ambitioniert klingt, nun ist von 2029 die Rede und nicht Anfang der 30er Jahre. Im chinesischen Staatsfernsehen CCTV waren Bilder von Modellen für die verwendete Hardware zu sehen und wie es aus dem Chinaman Space Engineering Office heißt, wurden bei allen Schlüsseltechnologien jetzt Durchbrüche erzielt. Man arbeitet nun an der neuen Generation an Crew-Trägerraketen, Raumfahrzeugen, Mondlandefähren und einem Raumanzug für eine chinesische Mondlandung. Die erste chinesische Landemission wird dann ähnlich zu Apollo nur ein Kurzzeitaufenthalt von dann nur einigen Stunden. Aufbauend darauf sollen ähnliche Ziele wie im Artemis-Programm der NASA realisiert werden, mit dem langfristigen Ziel einer dauerhaften Mondbasis. Während das gezeigte Modell der Rakete für die erste chinesische Mondlandung keine Überraschung ist, die auf der Lang Marsch 5 basierende Rakete mit 3 Cores, 3 Kernen, war bisher unter der Bezeichnung Langer Marsch 5DY oder 5G bekannt. Das Raumschiff der nächsten Generation wird wie bei Artemis über ein Service-Modul verfügen. Neu ist hingegen dann das Modell einer Landefähre. Von außen sieht es nach einem einstufigen Design aus, das dann vermutlich als Ganzes auch wieder den Mond verlässt und dementsprechend etwas kompakter gebaut ist als die Apollo-Mondlandefähre. Von einer Präsentation aus dem letzten Sommer wissen wir, dass man in China die Mondlandefähre in einen Mondorbit vorausschicken will und das Kommandomodul mit Servicemodul danach, um dann die Systeme im Mondorbit zu verbinden. Ja, hoffen wir nur, dass es keinen Apollo 13 Moment gibt, wobei die Artemis-Architektur ja auch ein getrenntes Starten von Lander- und Crew-Raumschiff vorsieht. Das Design für die chinesische Mondlandung soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Das ursprüngliche Design einer chinesischen Superschwerlastrakete der nächsten Generation wurde letztes Jahr verworfen. Anstatt eine Wegwerfrakete zu bauen, konzentriert man sich jetzt in China auf eine vollständig wiederverwendbare Trägerrakete, die dem SpaceX Starship erstaunlich ähnlich sieht.
Damit eine komplette Überarbeitung der neuen Trägerrakete nicht das chinesische Mondprogramm zu weit zurückwirft, nun also die Architektur auf Basis der Langen Marsch 5. Im englischen Sprachraum wurde diese Ankündigung einer chinesischen Mondlandung noch in diesem Jahrzehnt auf Twitter rege aufgenommen. Es gibt einige Stimmen, die schon vom neuen Space Race 2.0 sprechen. Wenn dich das Thema chinesische Trägerraketen mehr interessiert, schau mal unter dem Video in der Beschreibung. Da verlinke ich dir mein Video zur Langen Marsch Raketenfamilie. Ich lehne mich heute ganz entspannt aus dem Fenster, näher dran als die erste Mondlandung seit Apollo 17 sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Montagmorgen, den 6. März, wird Mitsubishi Heavy Industries um 2.37 Uhr MEZ erneut versuchen, seine nagelneue H3-Rakete auf ihren Jungfernflug zu schicken. Während der automatischen Countdown-Sequenz der Rakete hatte der Flugcomputer beim letzten Mal ja einen Fehler oder einen falschen Wert festgestellt. Obwohl die beiden Haupttriebwerke bereits liefen, wurde der Start dann abgebrochen und kein Zündsignal an die beiden Feststoffbooster gegeben. Der Grund für den Abbruch wurde bis zu Redaktionsschluss mal wieder nicht veröffentlicht. Wir drücken aber für den zweiten Versuch jetzt nächste Woche dann die Daumen. Das Raketen-Startup Relativity Space möchte am Mittwoch, den 8. März um 19 Uhr MEZ, seine 3D-gedruckte Terran 1 das erste Mal starten. Es gibt von Relativity einen Livestream. Ob ich es restreamen darf, das muss ich noch zeigen. Gestartet wird von Cape Canaveral aus. Eigentlich für letzte Woche angekündigt, aber durch die Verschiebungen bei SpaceX ist der OneMap-Start jetzt auf Donnerstag, den 9. März, verlegt worden. Gestartet wird von Cape Canaveral aus, Startzeit ist 20.05 Uhr MEZ. Dir hat's wieder gefallen? Ja, dann Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt hier Senkrechtstarter abonnieren, denn auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden beeindruckende Fakten und spannende Technik aus der Raumfahrt. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier und die Technik-Episode von dieser Woche, die findest du hier. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.